Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben sehr viel für die Gesundheit aller Menschen in unserem Land seit Beginn der Legislatur getan, im zurückliegenden Haushaltsjahr, und wir haben noch viel vor uns. Und ich sage es gerne noch einmal, wir haben es jetzt schon öfter gehört, wir haben ein Gesundheitssystem, das weltweit eine Spitzenposition einnimmt, das leistungsstark und sozial ist. Und wenn wir uns den gesamten Bundeshaushalt anschauen, dann sind dort mit 52% Ausgaben für Soziales veranschlagt. Und da kann man nicht davon sprechen, dass er nicht ausgewogen sei, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linkspartei. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linkspartei, wir verschwenden auch nicht unsere Zeit mit permanenten Systemdebatten. Das schürt natürlich Emotionen, und da kann man sich auch mal wunderbar aufregen. Aber Ihre Fundamentaldebatten bringen den Menschen in der Wirklichkeit nichts. Für uns, sehr geehrte Damen und Herren, gilt besonders in einer Haushaltsdebatte, dass wir ein nachhaltig finanzierbares Gesundheitssystem wollen und das tun, was für die Menschen wirklich wichtig ist. Und liebe Frau Delligösch, hier können Sie auch gerne noch mal ein bisschen zuhören, weil Sie gesagt haben, unsere Gesetze seien zu teuer. Ich gehe jetzt mal so ein bisschen durch das durch, was wir getan haben in der Legislatur, und Sie können dann gerne selbst entscheiden, auf was Sie verzichten möchten. Was wirklich wichtig ist, ist zum Beispiel, dass wenn wir in ein Krankenhaus hineingehen, dann gesünder herauskommen. Das ist aber nicht unbedingt immer der Fall. Das hat uns das Robert-Koch-Institut vorgerechnet. Mit 3,5% ereilt uns die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Krankenhausinfektion erleiden, und das möchte keiner von uns. Und bereits im letzten Jahr hat dazu Bundesminister Hermann Kröhe einen 10-Punkte-Plan vorgelegt zur Vermeidung von Krankenhausinfektionen und Antibiotikaresistenzen. Und Sie alle wissen, dass wir von der CDU ja 10-Punkte-Pläne lieben und wir sie auch gerne in die Tat umsetzen. Und deshalb investieren wir in unsere Krankenhäuser zielgerichtet mehr Geld für die Pflege und für die Hygiene. Dazu haben wir das Hygieneförderprogramm aufgestockt, und wir fördern die Weiterbildung im Bereich der Infektiologie. Und gleichzeitig schaffen wir mit dem Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz Anreize dafür, dass an neuen Antibiotika geforscht wird. Der 10-Punkte-Plan, lieber Hermann Kröhe, ist eine runde Sache und macht unser Gesundheitssystem besser und sicherer. Es gibt einen anderen Bereich, der für uns alle wichtig ist, liebe Frau Delligösch, auch hier können Sie gerne darauf verzichten, das ist der Bereich der Hospiz- und Palliativbereich. Wir alle wollen, alles zahlen die nicht, wir alle wollen die Sicherheit haben, besonders an der letzten Lebensphase, dass jemand zu uns kommt, hören Sie doch erst mal zu, dass jemand zu uns kommt und uns in der letzten Lebensphase über vielleicht schmerzhafte Situationen hinweg hilft. Und hier sind die Strukturen in Deutschland ziemlich unterschiedlich. Ich kann Ihnen berichten aus meinem Wahlkreis Hanau, das grenzt an Frankfurt an, dass dort die Strukturen sehr gut sind, weil es dort schon ein langes ehrenamtliches Engagement im Hospizbereich gibt und weil wir dort Ärzte haben, die sich für die Palliativmedizin frühzeitig eingesetzt haben. Das kann aber schon ein paar Kilometer weiter ganz anders aussehen. Hier wird zum Beispiel jetzt erst ein Hospiz gebaut. Und dafür müssen wir sorgen, dass wir in Gesamtdeutschland ein gutes Angebot im Hospiz- und Palliativbereich haben. Und auf diesem Weg ein ganz herzliches Wort des Dankes an unseren Gesundheitsminister Hermann Kröhe für seine überzeugende Arbeit, nicht nur für das, sondern auch für deinen persönlichen Einsatz in diesem Bereich. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn ich mir den Einzelplan so anschaue, dann habe ich mich persönlich sehr darüber gefreut, dass die wichtige Bundesarbeit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung auch weiter unterstützt wird. Insbesondere die Information der Bevölkerung über das Thema Organspende ist für mich ganz zentral. Sie alle wissen, dass immer noch 10.000 Menschen auf der Warteliste stehen, und das sind wahrscheinlich sogar noch viel, viel mehr, weil wir ja die Dialysepatienten gar nicht mit einrechnen. Kern unserer Politik ist, dass wir nicht alle Menschen verdonnern wollen, dazu Organspender zu sein, sondern dass wir einen sensibleren Ansatz wählen und über Aufklärung und Information auf Aufklärung und Information setzen.
Das heißt, die Menschen brauchen eine gute Information darüber, ob sie Spender sein möchten. Und das genau liefert die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Das ist ja kein einfaches Konzept und kein ethisch unanspruchsvolles, beispielsweise den Hirntod den Menschen zu erklären und näher zu bringen. Und genau diese Aufgaben leistet die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Ich möchte noch kurz bei dem Thema Organspende bleiben, weil das ein Thema ist, wo ich denke, wo wir alle sehr viel noch investieren könnten. Und was gut ist, dass wir im Sommer das Transplantationsregistergesetz auf den Weg gebracht haben. Dieses Gesetz sieht vor, dass wir erstmalig alle Daten darüber sammeln, von der Organentnahme bis zur Nachsorge. Das heißt, auch wirklich langfristig die Daten gesammelt werden. Wir schaffen hier gerade in diesem System, wo es ja auch Skandale gegeben hat, wir sorgen dafür mehr Transparenz und wir sorgen für bessere Kriterien, wie wir zukünftig Organe auch vergeben wollen. So ein Register, das kostet nicht viel, das bringt aber viel. Und auch hier, wie gesagt, können Sie gerne entscheiden, möchten Sie darauf verzichten oder nicht. Ich jedenfalls nicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, abschließend möchte ich gerne noch auf eines meiner Lieblingsprojekte eingehen. Hermann Kröhe hat es ja auch schon angesprochen, das Thema. Jeder von uns hat ja so seine Lieblingsprojekte. Für mich ist es das Thema digitale Vernetzung im Gesundheitswesen. Das ist ein Thema, was immer sperrig klingt, was in der Praxis aber ganz konkret ist. Das ist beispielsweise die fehlende Papierakte im Krankenhaus. Wenn der Patient gerade operiert wurde, befindet sie sich irgendwo im Keller, sucht dann stundenlang den Weg nach oben auf die Abteilung. Manchmal fehlt sie auch tagelang dort. Oder auch der niedergelassene Arzt, der auf den Arztbrief seines Kollegen wartet. Diese ganzen Situationen können richtig dramatisch sein. Ich habe mir das letzte Woche angeguckt in meinem Wahlkreis bei Natur mit den Notfallsanitätern. Da kommen die Notfallsanitäter in eine Situation, eine häusliche Situation, wo eine Patientin, Patient auf dem Boden liegt und es fehlen grundsätzliche Informationen darüber, welche Medikamente nimmt die Patientin. Oft können es die Angehörigen drumherum gar nicht erklären oder wo liegt der letzte Arztbrief. Das sind Informationen, die schnell zur Hand sein müssen. Und deshalb sorgen wir jetzt dafür, und da möchte ich ausdrücklich unseren Koalitionspartner und Dirk Heidenblut auch loben für die Zusammenarbeit in diesem Bereich Digitalisierung, dass die Notfalldaten auf die elektronische Gesundheitskarte kommen. Was auch wichtig ist, ja, Sie dürfen gern klatschen, Herr Frank. Was auch wichtig ist, ganz zentral ist, dass wir über Arzneimittelwechselwirkungen mehr Informationen haben. Und deswegen haben die Menschen ab dem 1. Oktober diesen Jahres ein Anrecht auf einen Medikationsplan. Jeder, der mehr als 3 Medikamente nimmt. Es sterben immer noch mehr Menschen an Arzneimittelwechselwirkungen als im Straßenverkehr. Grundlegende Informationen, die oft fehlen im Gesundheitswesen und für die wir jetzt sorgen, dass sie einfach schnell bereit sind. Das Thema Telemedizin wurde ja schon angesprochen. Auch hier geht es voran. Das sind alles Beschlüsse, die wir gefasst haben im Dezember 2015 letzten Jahres. Und hier gibt es neue Abrechnungsziffern. Und auch hier geht das Thema voran. Das ist wichtig für Stadt und auch den ländlichen Bereich. Und Herr Kröhe hat es schon gesagt, was uns, glaube ich, besonders freut, ist, dass wir einigermaßen fristgerecht mit dem versicherten Stammdatenmanagement anfangen. Das ist jetzt ein bisschen was mehr für Feinschmecker, aber das ist die Grundlage für unsere Telematikinfrastruktur und alles, was da noch folgen soll. Und da sind auch die Grünen, glaube ich, mit dabei, wenn ich sage, dass die elektronische Patientenakte dieses ganze Projekt am Ende krönen wird. Ende soll 2018 sein, ganz konkret. Auch das haben wir gemeinsam beschlossen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Präsidentin ist sehr großzügig mit mir. Vielen Dank dafür. Ich komme jetzt auch zum Schluss. Die Bundesregierung, das ist das Fazit, die hat auf breiter Front geliefert. Das kann man festhalten, um unser Gesundheitswesen kostenbewusst, leistungsstark und zukunftsorientiert aufzustellen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Jetzt hat der Kollege Thomas Stritzel, CDU-CSU-Fraktion, die Gelegenheit, die Debatte zu diesem Einzelplan abzuschließen.